Und da sind wir auch wieder. Was jetzt? Ne, genau. Das müsste eigentlich so passen. Ja. Sehr schön. Jetzt ist das Video weggestrikt, kann das sein? I tell you when you do. When you, hi. Schön mit Ö. Was? Egal. Was? Genau. Ah, nichts war auch schon gewachsen. Dann klatschen wir die Dinger einfach weg hier. Sehr gut. Aber wie cool, dass man Kakao auch so verwenden kann. Weil so schnell wie das nachwächst, ist das halt wirklich eine coole Alternative. Ja, also halt ein cooles Nahrungsmittel. Ist fast so wie bei Mindclone Melonen, genau. Nicht, dass er die ganzen Wasserblumen wegmacht. Das wäre schade um die Wasserblumen. Du genauso. Guck mal nach da. Das verschandeln uns die ganzen Bäume hier den schönen Strand, weil sie die ganzen Wasserblumen überpflanzen. Weil ich weiß nicht, ob die Wasserblumen da bleiben würden, wenn dann an der Stelle ein Baum wächst. Also die Blätter von dem Baum. Bin ich mir nicht so sicher und deswegen lasse ich das am besten mal. So, mittlerweile kann ich hier den nächsten Schwung reinmachen. Nein, Mann, da! Arschloch! So. Und dann, apropos nächster Schwung. Unser Feld sieht mittlerweile fertig aus. Sehr gut. Können wir hier einmal durchernten. Ist doch ganz geil. Vorne hatte ich gerade schon außerdem abgebaut, hoffentlich war er schon fertig. Ansonsten wäre es eine Verschwendung gewesen und das ist nicht gut. Voila, nicht gut. So, dann mache ich auf dem Feld alles hin, was... Achso, ist natürlich... ja genau, also auf hier dem Feld mache ich komplett nur noch Baumwolle. Und auf dem Feld die vier und los mit was mit Reis? Scheiße. Na gut, Reis kann ich ja hier eine Reihe oder zwei oder sowas hinmachen. Ist ja alles nicht so wild. So, Y Seed. Why is a seed in seed? Okay, die Wortwitze ist ja. Hab's verstanden, tut mir leid.
So, Y-Seed haben wir jetzt. Dann kommt als nächstes das gedönst. Warum haben wir von der anderen keine Samen bekommen? Ach ja, die anderen hatten wir hier auf dem Feld gar nicht mehr. Stimmt ja. Die hätten wir schon geerntet gehabt und dann auch nie wieder angepflanzt. Hallo. Okay. So, ich ernte erstmal einmal komplett alles ab. Ich kann aber hier schon mal Reis hinsetzen. Oder? Ist das so richtig? Ja, ist richtig. Genau. So. Dann haben wir quasi drei Flächen für Baumwolle und dann jeweils eine Fläche für die anderen Sachen. Also immer 9x9, 3x3, also insgesamt 9. Der Moment, wenn man schneller spricht, als man. Nee, schneller rechnet, als man spricht. So rum. Genau, hier brauche ich jetzt 9. Ach, leck mich halt. Arschloch. Nein. So. Perfekt. Auto ist so lange kompliziert hier. So. Ach, scheiß drauf, ganz ehrlich. Wir haben von Baumwolle mittlerweile so viele Samen, wir haben sowieso weit mehr Samen, als wir Stellfläche haben, von daher ganz ehrlich, fuck off. Perfekt. Perfekt. Habe ich einen vergessen? Oh, ja, ich habe einen vergessen. Deswegen haben wir noch einen übrig. Scheiße. Egal. So, wie weit ist das Zeug hier? Achso, ja gut, okay. Das war natürlich, ja, vergessen. Wo ist unsere Axt hin? Da ist unsere Axt. Ich wollte gerade sagen, wissen wir noch übrig von der Axt. Und da ist die Axt noch Geschichte. Keinen Samen bekommen? Achso, ist noch am Abblättern. Yay, sehr schön. Gut, dann ist auch noch ein Baum. Oh, die andere Axt habe ich jetzt weggepackt. So, komm mal bitte. Also, siehst du, die Blume wollte ich hier noch reinpacken. Genauso wie die restlichen Blätter. Du kommst gleich mal damit rein. Und jetzt kommt die Axt. Wo ist die Axt? Da. Ach, muss über Wasser sein, Alter. Wasser bin ich so lange. Goddammit. Und wir sollten noch mal was essen. Wir haben wieder nur noch 4 Sättigung. Scheiße. So. Hallo, haben wir Stablings bekommen? Ja, haben wir. Sollte passen. So. Ja, egal. Sehr schön. Das hinten wächst auch nicht alles schön. Gut, dann können wir uns jetzt langsam aber sicher mal auf den Weg machen. Was? Ja, ich komm klar damit. So, dann können wir uns jetzt langsam auf den Weg machen in die Mine. Und dann hier ist auch Gras drin, da kann ich Gras auch verbrennen. Wisst ihr, da gab es auch so eine Gruppe, ne? Group Burning.
Ego. Boah, was? Das alles kann ich verbrennen? Das ist aber eine ganze Menge. Was? Hä? War ich jetzt gerade falsch oder? Hä? Ich kann doch sowas nicht als Brennmaterial What? Eine Wassermelone als Brennmaterial? Das macht ja mal so wenig Sinn, wie weiß nicht. Alles. Also gar nichts. Lol. Okay, dann halt nicht. So, haben wir noch was da drinnen? Nein, sind alles Pflanzen. Gut. Dann nehmen wir mal als Nahrung direkt mal ein bisschen Schokolade mit. Einfach, weil wir davon gerade sowieso ein bisschen was haben. Und dann legen wir mal los. Volle Kraft voraus. Yay. Wir sind hier gestorben. Tut, die Eisenbahn, werden wir zur Oma fahren. So, genau, hier ist die Schlucht und wir gehen am besten an dem Ende hier hinten rein. Hätte ich das Butter quasi gar nicht gebracht, du Scheiße. Ich hasse dich. Okay, wir haben genau eine Fackel mit. Gut. Hab ja gerade ein bisschen Kohle abgeschlagen. Mal gucken. Oh, Alter, hier geht aber ja ganz tief runter, oder? Oder täuscht das nur? Baram, baram und baram. Naja, 20 Fackeln sollten ja verreichen. Oh ja, hier geht ganz schön tief runter. Oh gut, geht ja eigentlich. Geht's noch weiter runter? Die Sache ist halt so ein bisschen sehr weit runter, damit wir halt wirklich auf das Level kommen, wo auch Eisen ist. Dürfen aber nicht vergessen, noch ein bisschen Kohle mitzunehmen, weil ich habe jetzt schon wieder die Hälfte der Fackeln verbraucht. Ja klar, mit dem Schraubendreher. Mit dem Schraubendreher, mit dem Schraubendreher. Leck mich am Arsch. Was war's schon? Das ist das Ende des Tunnels? Der Höhle? Also das ist jetzt wirklich ein bisschen deprimierend. Wenn jetzt hier nicht noch was kommt, dann bin ich am Arsch. Na gut, hier ist ein Kohle, ist hier ein bisschen, noch ein bisschen da. Oh, ich sollte sagen, will ich mal hier ein bisschen Schokolade essen. Verzauber ich hier noch. Warum kann man falsche Fackeln falsch rum anbauen? Das ist so useless. Oh, ich habe gerade vergessen, auf meinem Server gibt es Monster. Und ich habe kein Schwert dabei. Und das, obwohl wir öfters mal in dunkle Bereiche vordringen. Siehe letztens der Dungeon Master. Das war ja keine so nette Begegnung. Achso, ich habe ein Schwert dabei. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, dann machen wir hier so und so. Jetzt ist das auch endlich mal in der richtigen Reihenfolge. Geht mir jetzt hier auch nicht. Tja, also irgendwie scheint die Höhle auch nicht so prickelnd zu sein. Nee.
kann ich vergessen. Ist eher ein Trauerspiel. Gut, dann suchen wir mal bei dem Canyon einen anderen, bei dem Canyon einen anderen Eingang. Warum? Wobei, das scheint der gesamte Canyon schon zu sein, oder? Hier hinten geht's da irgendwie hoch, lang. Okay. Das Problem ist halt, hier ist kein Wasser mehr. Das heißt, ich komme hier wahrscheinlich nicht mehr so einfach raus. Und außerdem, je weniger Wasser irgendwo ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass da Monster sind. Wow, das war genau das gleiche Ding. Na, wo ist der? Komm her. Ups. Gut. Die Aktion war auch wieder umsonst. Wieder raus und hier lang. Ja, weißt du jetzt die gleiche wieder. Der ist traurig. Scheiße, kriegt der jetzt die Fackel nicht ab. Gott. Meine guten Fackeln. Jürgen, also das war hier einmal Reihe rum. Das ist alles der, gleiche Canyon. Ah, ja, super. Und dann hat sich das also damit auch schon erledigt. Sehr gut. Hier im vorderen Teil waren wir bereits. Das ist auch nichts mehr zu holen. Was ist das Mist, ey? Was ist das für ein Dreck? So, sollte dann Bäume erstmal reichen. Ich doch mal. Wow, ein Mesefragment. Ernsthaft jetzt? Das ist alles? So, oh, ey. Also der Canyon war damit also auch wieder ein kompletter Reinfall. Das ist ja hier. Wir brauchen definitiv mehr
Eisen. Definitiv. Da. Passt. Okay. Ja. Bäume, da rein. Blätter, da rein. Andere Blätter, da rein. Und schon ist unsere Kiste langsam voll. Yay. Was a Bullshit. So, die Saplings packe ich auch immer rein. Achso. Du kommst mit zu den Blaubeeren. Du Monster. Blueberry Bush Saplings. Ne, die behalte ich mal hier drin, weil das ist hauptsächlich für Nahrung. Also primär, wie während die anderen Saplings, ist ja primär für die Holzproduktion. Von daher passen die thematisch eher hier rein. So, trockenes Gras, ja, warum ich weiß nicht, was auch immer ich damit machen soll. Am besten einfach direkt zu Stöckern verarbeiten. Ist wahrscheinlich das Sinnvollste. So, siehst du, hier wollte ich noch ein Schneidbrett machen. Das Problem ist, ich werde damit dann unser letztes Stück Eisen weg tun. Andererseits, ganz ehrlich, why not? So, Schneidbrett. Wie sieht das Schneidbrett aus? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken einfach mal. Vielleicht, yay! Einmal. Das war natürlich klar. Komm jetzt hier. Danke. Und unser letztes Stück Eisen. Oh Mann. Was war das gerade? Ah, gut. Woher haben wir den Honig? Seit wann habe ich Honig? Habe ich irgendwo eine Biene umgebracht aus Versehen oder was? Okay, na gut, lassen wir das. So. Jetzt muss ich mal gucken, das ist denn quasi so und so und dann kriege ich hier Kürbisscheiben, aber keine Samen. Na gut. Aber die kann ich jetzt aber wenigstens essen, oder? Oh, ich bin gerade mal 1. Ach du Scheiße. Na gut, dann lasse ich erstmal hier drin. Vielleicht kann ich die irgendwie einpflanzen oder so. Vielleicht kann ich auch direkt einpflanzen. Nee, so geht's nicht. Muss mal gucken, ob ich die hier irgendwie eingepflanzt bekomme. Ja, man kann die einpflanzen. Okay. Interessant. Nein! Fuck my life. Hilfe. Das war. So. Das so siehst du, jetzt weiß ich gar nicht. Ich lass mal die Reihe frei. Es kann nämlich sein, dass wenn man die selber pflanzt, die zur Seite wachsen. Es war eigentlich nur bei Kürbis, bei Melone so. Siehst du, wir müssen mal den Melone finden. Also ehrlich, was soll man mit Kürbis? Vor allem, wenn die nur eine Nahrung geben, das ist ja. Ist ja quasi gar nichts. Haben wir eine Melone? Nein, haben wir nicht. Der ist aber schade. Nee, aber nicht. Nee, aber nicht. Okay. Oh, wir haben ein Wilberschwert. Das ist aber interessant. Und wir haben hier auch nochmal. Was mache ich denn nicht für Müll? Sag mal. Hier haben wir auch. Da haben wir alles. Haben wir doch alles hier drin. So, du kommst mir doch da. Hallo, die Waldfee. So, Möhren und Äpfel passen thematisch ein bisschen so zusammen. Deswegen mache ich das auch mal da. Mit hin, das passt zusammen, das passt ein bisschen zusammen, das passt thematisch auch direkt mit dahin, noch mal zu viel,
Nektar. Pilze, Alter, kann ich was essen? Oh, Truppensetzling. Kommt mit in die Truppensetzlingkiste. Ja, nur ein einziger Tropenbaum. Oh, ist das natürlich ein bisschen wenig. Jetzt weiß ich gar nicht, gibt es hier Mammutbäume? Nee, ne? Nee. Hier gibt es nur diesen anderen Setzling, diesen großen. Aber den muss man selber bauen, ne? Genau, mit 9 Stück. Okay. Können wir eigentlich mal irgendwo einen so einen Baum machen, so einen riesigen Baum? Keine Ahnung. Ob das so eine geniale Idee ist, wie ich mir das gerade vorstelle. Wir können einfach mal den Sapling auf meinen pflanzen, komm mal ehrlich. Dann kommst du jetzt einfach mal weg hier. Und stattdessen machen wir hier einmal den Tropen-Sapling, den ich jetzt natürlich weggepackt habe. Also jetzt habe ich den Baum. Achso, was tue ich denn gerade? Sollte alles soweit gut sein. So, hole ich mal kurz den Dschungel-Sapling. Und dann, ja, wie gesagt, pflanze ich irgendwo mal einen Baum hin. Was ist denn jetzt so? Perfekt. Gott, Alter, wir haben viel zu viele Blätter. Viel zu viele Blätter. Du kommst da mit rein, da kommst du raus. Du kommst stattdessen da mit rein. Mal gucken, wie lange wir damit, wie weit wir damit kommen. So. Wisst ihr was? Weil ich geil bin, tue ich das einfach mal so. So. Danke. Dann klaue ich mir hiervon was. Und dann machen wir mal hier. Bisschen Arbeitsbeschleunigung, ne? Unser Inventar ist aber so voll, dass ich das lieber noch nicht machen sollte, weil, ja, unser Inventar quasi jeden Moment auf allen Nähten platzt. Das heißt, morgen in der nächsten Folge. Easy. Gut, in dem Sinne würde ich sagen, schau mit V. Ja, bis zur nächsten Folge halt.